Für wen hältst du Jesus eigentlich? Wer ist für dich Jesus? Kannst du wie Petrus vielleicht sagen, ja, es ist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes? Oder kannst nur sagen, ich weiß nicht, wer er für mich ist, er ist nur wichtig für mich, das weiß ich auf jeden Fall. Oder dass er dein Freund ist oder sonst etwas. Ich möchte auch diese Antwort nicht werten, das hat keinen Sinn. Jeder von ihnen ist gut, wenn sie wahr ist, wenn sie dem entspricht, was du in deinem Herzen fühlst. Aber ich möchte euch dazu wirklich einladen, sich diese Frage zu stellen. Wer ist für mich Jesus? Das Erste, was dir in den Sinn kommt. Halte es fest. Ja, das ist wichtig. Wir sehen es an Apostel Petrus. Der ist ein bisschen Hitzkopf und redet sehr oft unüberlegt, aber aus dem Herzen heraus. Und wenn Jesus die Jünger fragt, naja, für wen haltet ihr mich? Ja, das Erste, was ihm in den Sinn kommt, Messias, er schreit es raus. Du bist der Messias. Er hat sich mit den Jüngern nicht beraten, sondern einfach gesagt, was er dachte. Aber am Leben des Petrus zeigt sich auch, warum diese Antwort so wichtig ist. Er hat seit der Begegnung mit Jesus bis zum Tod Jesu und über diesen Tod hinaus es lernen müssen, was er hier bekennt. Weil ich glaube, er hat am Anfang gehört, wie Jesus noch nicht kannte, da gibt's einen Rabbi und vielleicht ist es der eine, der Israel befreien wird, von den Römern. Die Juden waren zur Zeit Jesu unter römischer Besatzung. Vielleicht war es der erste Gedanke, der Petrus gekommen ist, als er von Jesus gehört hat. Sehr wahrscheinlich sogar. Weil man sieht, er eifert für sein Volk. Die Auseinandersetzungen, sogar nach der Auferstehung Jesu mit Paulus, darüber, ob die Heiden richtige Christen sind oder nicht, ob sie sich beschneiden müssen oder nicht, ob sie die jüdischen Bräuche annehmen oder doch nicht, zeigt, das war für ihn nicht ganz einfach. Eines zeigt es auf jeden Fall, das Volk Israel, das war sein Leben. Und aus dieser tiefen Überzeugung heraus, aus dieser tiefen Liebe zu seinem Volk, zu seiner Religion, sagt er, du musst der Messias sein. Was sagt Jesus daraufhin? Er verbot ihnen streng, es jemand weiter zu sagen. Na, behalt's für dich. Behalte dieses Bekenntnis vor allem für dich. Wenn du diese Antwort in deinem Herzen gefunden hast, wer für dich Jesus ist, behalte es für dich. Petrus konnte es nicht. Man sieht es im weiteren Verlauf seines Lebens. Er konnte die Klappe nicht halten. Und er erlebte eine sehr große Enttäuschung auch, aufgrund dieser seiner Überzeugung, dass Jesus der Messias ist. Er hat ihn am Kreuz gesehen und das war das Ende. Nichts mehr da mit Befreier des Volkes Israel. Nichts mehr da mit Bezwinger der Römer. Tot ist er. Und erst als er die Botschaft gehört hat, dass Jesus auferstanden sei,
erst dann dämmerte ihm vielleicht langsam, dass er ein anderer Messias ist, als er sich das Jesus erwartet hat. Und jetzt zurück zu dir und deinem Bekenntnis. Was du auch immer von Jesus denkst, warum er dir wichtig ist, in welcher Beziehung du zu ihm stehst, behalte es für dich, das habe ich schon gesagt. Und das Zweite, sei offen darauf, dass Jesus dir selber erzählt, was es für dich bedeutet. Für mich ist es immer wieder eine Überraschung, weil, also für mich ist Jesus sehr vieles, aber eine der stärksten so Bekenntnisse, die ich habe, ich würde ihm gerne schreien, du bist mein Freund. Und ich habe im Laufe meines Lebens das immer wieder aufs Neue lernen müssen. Und auch diese Woche habe ich das wieder aufs Neue gelernt. Als ich gehört habe, dass Gott mich liebt, weil er mich einfach gerne hat. Aus dem einfachen Grund. So ist Freundschaft. Da habe ich ein bisschen mehr verstanden von dem, wer Jesus, mein Freund, für mich wirklich ist. Aber dazu braucht es eine gewisse Offenheit. Nicht so verschlossen sein und sagen, na, du bist Messias, du bist der Sohn des lebendigen Gottes und nichts mehr. Und ich weiß ganz genau, was das ist und wer du bist für diese Welt. Und ich werde es den Leuten verkünden und so weiter und so fort. Nee. Öffne dein Herz. Und lass dir von Gott sagen, wer Jesus wirklich ist. Wer Jesus für dich ist. Und so möchte ich euch ermutigen. Stellt euch dieser Frage in dieser Woche. Wer ist Jesus für mich? Und schaut, wo das Herz vielleicht ein bisschen so verschlossen ist, wo man es öffnen soll. Und schau genau hin, was Gott dir in dieser Woche über diesen Jesus sagen möchte. Ich kann es nicht garantieren, aber ich bin überzeugt davon, wenn du dein Herz weit offen hältst, dann hat Gott die Möglichkeit, dir etwas Neues zu schenken. Auch wenn du vielleicht schon alles über Jesus weißt. Er wird dir Neues schenken. Du wirst ihn mit anderen Augen sehen und dein Leben wird wieder erneuert. Die Probleme werden nicht weniger, aber du wirst sie vielleicht mit anderen Augen sehen, weil Jesus für dich derjenige ist, der Jesus für dich ist. Wer es ist, diese Frage musst du dir selber beantworten.